Ein mittelalterliches Buch fasziniert uns auch heute noch, viele Jahrhunderte nachdem es geschrieben wurde. Aber warum können wir die Schrift darin überhaupt entziffern? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Diese wertvolle Handschrift wurde um das Jahrtausend von fleißigen Mönchen auf der Bodenseeinsel Reichenau geschrieben. Die damals im Mittelalter vorherrschende Sprache für die schriftliche Kommunikation war Latein. Aber warum ist die Schrift, obwohl sie vor über einem Jahrtausend geschrieben wurde, heute noch so gut lesbar? Die Erklärung ist einfach. Die Schriftart, die ihr hier seht, ist eine karolingische Minuskel. Diese entstand vor über 1200 Jahren im frühen Mittelalter und war so gut lesbar, dass man sie bald überall verwendet hat, zumindest für ein paar Jahrhunderte. Zuvor gab es eine Vielfalt unterschiedlicher lateinischer Schriftarten. Und auch nach der karolingischen Minuskel entstanden wieder neue Schriften. Das hier zum Beispiel ist eine Bastarda aus dem 15. Jahrhundert mit sehr vielen Abkürzungen und Ligaturen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute das auch bald nicht mehr lesen konnten oder wollten. Und deshalb hat man dann in der Renaissance wieder auf die karolingische Schrift zurückgegriffen, die nach der Erfindung des modernen Buchdrucks die Vorlage für unsere heutige Druckschrift wurde. Ihr schreibt doch auch alle Messages am Handy, oder? Und dabei benutzt ihr bestimmt auch viele Abkürzungen wie LOL oder OMG. Tja, das habt ihr nicht erfunden. Das hat man im Mittelalter schon genauso gemacht. Das hier zum Beispiel ist die Abkürzung für Apostolorum. Hier für Spiritu Sancto. Das Unzeichen wird heute noch genauso verwendet. Findest du das interessant? Dann komm zu uns an die FAU.